der Ratte wieder am Spionieren. Ja. Was willst du denn hier? Du glaubst doch nicht, dass sie dich reinlässt. Was? Sie hat Besuch. Das hörst du doch. Du Alter. Wie hat sie gesagt, wenn sie einen nicht reinlässt, dann dich? Keine, komm, mach doch auf, ich bin's. Wolfgang. So sieht ja nicht nackt an die Tür. Ja, dann komm, du halt dich doch da raus, ja? Erika. Erika! Wieder selber angerufen. Soll kommen, hat sie gesagt. Irgendwas muss da los sein. Also bitte. Dann mit Gewalt. Schlüssel, was? Ja. Sag mal, hast du Schlüssel? Schlüssel? Ja. Ich hab keinen. Die hat um das Schloss geändert. Ja, was stehst du denn so dumm rum, wenn du keinen Schlüssel hast? Ruf die Polizei, ja? Die Schüsse, Herr Kommissar. Wir haben geklopft. Wie ist es geschehen? Hanno portata giù adesso. Dove sta? C'era la polizia. Dov'è? È andata la polizia. Hanno visto la strada. Was ist denn da unten los? Frau Senner! Was ist denn da unten los, Herr Solke? Nichts, Frau Senner. Alles in Ordnung. Nackte weibliche Leiche. Nackte weibliche Leiche. Rückenlage. Rückenlage. Körpergröße ca. 1,70. Körpergröße ca. 1,70. Haarfarbe mittelblond. Haarfarbe mittelblond. Augengrau-blau. Augengrau-blau. Nase, Mund. Nase, Mund. Und Ohren. Und sie kam vor ungefähr einem Jahr nach München. Beruf kaufmännischer Angestellter, aber ausgeübt hat sie den Beruf nicht. Obwohl, kaufmännisch begabt war sie. Sie hat über jeden ihrer zahlenden Kunden genau Buch geführt. Ja, und wie viel? Ungefähr 12.000. Laufende Einnahmen, jeden Monat Bareinzahlung. Und was ist das hier? Kommunalobligationen. Sie hat ihr Geld gut angelegt, lauter 6%er. Schauen Sie mal hier, fabelhafte Buchführung. Schrift wie gestochen. Ja. Linien alle mit dem Lineal gezogen. Ja, wir müssen also annehmen, dass der Täter nach der Tat durch das Fenster geklettert und unten auf den Hof gesprungen ist. Hm. Und der Hausmeister war doch, der stand hier, ja. Ari? Ja? Hol doch noch mal den Hausmeister, ja? Solke, Herr Kommissar. Josef Solke. Ich wohne gleich gegenüber. So. Na, dann kennen Sie ja, oder besser gesagt, kannten Sie ja Erika Nagold ziemlich gut. Wussten die Leute, womit sie ihr Geld verdiente? Na, das wussten alle, aber es hat keinen Anstoß genommen. Sie war so freundlich, wissen Sie? Jeder hatte sie gern. Sie sah auch nicht aus wie so eine... überhaupt nicht so aus. Also was war nun heute? Ich komme aus meiner Wohnung raus ins Treppenhaus und merkte sofort, dass jemand bei ihr ist. Wieso merken Sie das sofort? Weil ich hörte die Musik. Sie machte jedes Mal Musik an, wenn sie Besuch hatte. Ich wusste dann immer Bescheid. Alle wussten dann Bescheid im Haus, meine ich. Ja, Sie sagen immer die Musik. War denn das immer dieselbe? Immer dieselbe, Herr Kommissar. Sie meinen die hier? Jawohl, Herr Kommissar. Was sind Sie eigentlich für ein Landsmann, Herr Solke? Herr Kommissar,
Ich komme aus dem... Also, wir standen vor der Tür. Moment mal, wieso denn wir? Sehen Sie, so durcheinander hat mich das alles gemacht, dass ich vergessen habe, da war noch ein gewisser Karas dabei. Karas? Ja, Wolfgang Karas. Der wollte zu ihr, ich sag noch zu ihm, die lässt dich nicht rein. Dich bestimmt nicht. Die zwei waren doch befreundet, Herr Kommissar. Jedenfalls bis vor 10 Tagen. Er hatte ja sogar einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Ja, aber dann hätte er doch heute Morgen reingekonnt. Nein, die Erika Nagold, die hat sich ein neues Türschloss einsetzen lassen. Wissen Sie, warum? Nein, warum, das weiß ich nicht. Wegen dem Karas vielleicht. Solche? Der Karas war doch hier, als die Schüsse fielen. Jawohl, Herr Kommissar. Er hat mir gesagt, hol die Polizei. Solche, Sie können gehen. Also, wieder mal Karas. Walter, sieh doch mal nach in dem Buch, wo sie ihre Adressen hat, ob da der Name Stockbauer drin steht. Stockbauer. Ja. Ich verstehe, das wäre es natürlich. Denn der Stockbauer, der wurde ja erpresst, bevor er ermordet wurde oder bevor er sich das Leben genommen hat. Das haben wir ja niemals richtig rausbekommen. Dr. Erich Stockbauer. Karas Nagold Stockbauer, genial, Chef. Der tote Stockbauer, der saß bei mir zu Hause schon in jeder Ecke rum. Endlich kommen wir in der Geschichte weiter. Ja, dann sprich doch mal mit deinem besonderen Freund Karas. Guten Tag, Herr Kommissar. Grüß dich, Willi. Na? Sind die Herrschaften zu Haus? Ja. Sie kommen. Ja, das ist schön. Ja, hallo, meine Damen. Ah, ich freue mich, ja, Sie wiederzusehen. Na, wie geht's denn immer so? Ja, alles noch beim Alten? Ja, wie geht's denn? Ja, gut geht's. Ja, hier ein kleines Präsent. Ach, das sollen Sie doch nicht immer. Bitte. Dankeschön. Du stehst so doof hier rum, du kommst, gib ab, was soll sein? Sehr reizend von Ihnen. Ach, wir sehen ja entzückend aus. Ja, vielen Dank. Hey, Frau, für Sie. Karas! Ach, bitte kommen Sie doch mal, ja? Herr Kommissar, Sie erschrecken mich immer wieder von neuem, entschuldigt bitte, ja? Sie wissen doch, erst die Damen und dann die Arbeit. Noch ein Tässchen. Nein, Ende. Vielen Dank, Herr Kommissar. Die Pumpe. Sagen Sie, Harro, ist Ihnen die Serviette nicht zu warm, oder warum halten Sie das Ding so krampfhaft fest? Nachher wird bei der Mucki ja noch geklaut, wa? Was denn hier? Harro! Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Wir sind doch hier bei besseren Leuten. Karas. Ich sage nur einen Namen. Erika Nagold. Und ich sage nur... Solke. Also schön, bitte. Ja gut, sie hat mich angerufen, nicht? Ich soll kommen. Schnell kommen, irgendwas war da los. Sie gestatten doch, Herr Kommissar, die kleinen Tierchen, nicht? Ja, schön, Sie sind gekommen und... Naja, das sagte ich ja schon. Ich bin gekommen, nicht? Ja, nun, als ich dann kam, da fielen 2 Schüsse. Und dann... Naja, das war's eigentlich schon, nicht?
Ach so, wir haben noch geklopft und geklingelt, aber da rührte sich nichts mehr. Herr Solke war übrigens dabei. Karas. Erika Nagold hat 2 Kugeln im Herzen. Sie ist tot. Was? Sie glauben noch nicht, dass ich... Setzen Sie sich jetzt hin, Karas, und hören Sie endlich auf mit dem Theaterspielen. Wir beide unterhalten uns jetzt nämlich erstmal über den Fall Stockbauer. Stockbauer? Wieso denn Stockbauer? Das verstehe ich nicht. Na, die Sache ist doch schon längst vorbei. Sie haben mich doch deswegen schon in der Mache gehabt, nicht? Und mussten mich laufen lassen. Trotzdem werden wir beide diese Spielchen jetzt noch mal ganz von vorne durchspielen. Dr. Stockbauer, verheiratet, 44 Jahre alt, 2 Kinder, vermögend, sehr vermögend. Erhält Telefonanrufe und Briefe. Über die Anrufe spricht er nicht, die Briefe vernichtet er, aber es handelt sich um Erpressung. Er sagt nämlich zu seinem Kompagnon, ich werde erpresst, aber er sagt nicht, in welcher Sache, er sagt nicht, von wem. Stockbauer schweigt und zahlt. Er hebt Geld ab, nimmt Kredite auf, bis am Ende ist. Am Ende seiner Kraft, am Ende seiner Nerven, er kann nicht mehr, will nicht mehr. Und da hebt Stockbauer kein Geld mehr ab, sondern geht hin zu seinem Erpresser, sucht ihn auf und droht ihm offen mit der Polizei. Und da bringt sein Erpresser ihn um. Ach so. Und für Sie war ich der Erpresser? Ja. Also bin ich für Sie auch der Mörder? Aber Sie haben mich in dieser Sache doch schon verhört und eingesperrt und wieder verhört, tagelang, wochenlang. Und mussten mich dann doch laufen lassen. Was sagen Sie denn für eine Unterstellung, die Ihr Kollege mir da macht? Sie sind zu aufgeregt, Karas. Sie sind viel zu aufgeregt. Jeder hat das Recht, um seinen Kopf zu kämpfen, so gut er kann. Wir wussten nie, mit welcher Sache Stockbauer erpresst wurde. Jetzt wissen wir es. Sein Name steht im Notizbuch der Erika Nagold. Das war's also. Das. Und Sie, Karas, waren mit der Nagold befreundet. Herr Kommissar, Sie geben sich ja nicht mehr die Mühe, mich zu verstehen. Ich rede hier eine halbe Stunde und Sie sagen überhaupt nichts. Finden Sie das gut oder was? Ich meine, lass mich hier verhungern. Ja, Harry. Gehen Sie doch mal raus, Karas, ja? Scheiße. Vom Untersuchungsrichter? Ja. Eine Vorladung in Sachen Stockbauer. Erika Nagold war morgen früh um 10 vorgeladen. Da ist ja gerade rechtzeitig genug gestorben. Mhm.
Damit sie nicht um 10 kommen kann. Um gegen Karas auszusagen, das ist der Grund, das ist das Motiv. Deswegen musste Erika Nagold sterben. Karas hat sie umbringen lassen. Er ist so gut wie der Mörder. Ja, es ist alles ganz logisch, aber es fehlt eine winzige Kleinigkeit. Nämlich jeder Beweis. Ich habe einen Mann draußen. Hier, draußen vor der Tür. Er war am Vormittag um 11 Uhr bei der Nagold in der Wohnung. Und er will nur Ihnen sagen, wer er ist. Keller. Wäre es vielleicht möglich, dass wir unter vier Augen sprechen könnten, wenn es schon sein muss? Mein Name ist Bocholt. Werner Bocholt. Immobilien. Ich hoffe, Sie verstehen meine Situation. Ich habe ja schließlich allerlei zu verlieren. Der Ruf meiner Firma, wenn ich bedenke, dass meine Familie da irgendetwas hören könnte, das wäre für mich der... Aber bitte behalten Sie doch Platz. Sagen Sie, Herr... wie war Ihr Name? Bocholt. Herr Bocholt, ja, richtig. Seit wann kennen Sie Erika Nagold? Es bleibt völlig unter uns. Seit 14 Tagen. Also, wir können weitermachen. Ist nichts Wichtiges. Komm, lass dich nicht stören. Wussten Sie, Karas, dass Erika Nagold eine Vorladung zum Untersuchungsrichter hatte? Nein. Sie war auf morgen früh 10 Uhr vorgeladen. Karas, Sie können gehen. Sie können beide gehen. Aro, lassen Sie doch wenigstens den Teller hier. Herr Kommissar, nicht für ungut. Harry. Kein Wort an die Presse über diesen Fall. Das könnte uns alles sehr erleichtern. Ich weiß wirklich nicht, warum wir hier herumsitzen müssen. Wir sollen uns die Kunden ansehen, die noch vergeblich kommen werden. Wenn einer kommt, werde ich ihn bitten, im Bad Platz zu nehmen. Wir dürfen kein Aufsehen erregen. Ich bin bloß gespannt, ob einer dabei sein wird, der nicht erst klingelt. Wir haben nämlich nur einen einzigen Schlüssel zu dieser Wohnung gefunden. Verrückt. Entschuldige. Wollen Sie denn hin? Herr Kommissar! Ja, was wollen Sie denn? Herr Kommissar, Sie können mich doch nicht stundenlang festhalten. Aber hören Nein, Sie, nee, muss ich will nach Hause. Hier. Nein! Das ist mir doch keine Schwierigkeit. Ist mir doch ganz egal, Sie können mich doch stundenlang hier im Bad festhalten. Lassen Sie mich jetzt endlich.
Spazi? 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 Ja, sag einmal, wo bist du denn? Spazi? Sag, machen wir es heute im Dunkeln. Spazi? Kriminalpolizei. Ihre Papiere bitte. Und dann ist er zu dem hin, der am ältesten ausgeschaut hat. Na, sagt der Herr Nachbar, was machen Sie, dass Sie so alt geworden sind? Weil er was gesucht hat. Aber was? Was kann er gesucht haben? Hallo! Ja. Bitte. Höfer. Grabert, ich bin von der Kriminalpolizei. Ja? Ein Hinterhof, weiß er nichts. Kein Baum, kein Strauch, nichts. Ja, ja. Ich komme wegen... Kennen Sie die Wohnung von der Erika Nagold? Ja, natürlich. Ich kenne jedes Fenster zu jeder Wohnung. Ich weiß genau, wer da wohnt. Da wohnen die Kramers und da wohnt Herr Fahning. Sie kennen also die Erika Nagold? Ja, natürlich. Sind Sie verheiratet? Na, hören Sie mal, ein Mann wie ich? Sie sehen, ich lese sehr viel.
Aber ich habe jedes Buch weggelegt. Wenn ich sie sah, wenn sie mal ans Fenster kam. Ich gebe zu, wenn ich nicht gelesen habe, dann habe ich das Fenster angestarrt. Ihr Fenster. Nur um sie mal zu sehen. Wenn es nur eine Sekunde war. Ja, haben Sie dann gestern was da gesehen, an dem Fenster da? Wieso? Erika Nagold ist gestern ermordet worden. Ja, danke, Hannelore. Du kannst gehen. Der Mörder ist durch das Fenster hinaus auf den Hof gesprungen und geflüchtet. Er hatte gar keinen anderen Weg als den durchs Fenster. Also, tut mir leid. Habe ich wohl gerade gelesen. Ich kann ja nicht immer am Fenster sitzen. Na dann, entschuldigen Sie. Wieso entschuldigen? In meiner Lage ist so ein Besuch eine Abwechslung. Wann ist denn Herr Höfer gelähmt? Seit 5 Jahren. In einem Schwimmbad passiert. Bei einem Sprung vom 3-Meter-Brett. Er ist mit dem Rücken auf die Kante des Brettes gefallen. Er ist mir entwischt, Chef. Es tut mir leid. Aber wie der zugepackt hat. So packt nur ein Mann wie der Karas zu. Wann hattest du denn das Pech, Walter? So um 10 rum. Dann war es nicht Karas. Harry und ich haben deinen Freund von 8 bis 12 Uhr beschattet. Wir wollten dir ein bisschen helfen. Ja, welchen von den beiden? Na, deinen Liebling Wolfgang. Na, vielen Dank auch. Na komm! Grüß Gott, Haro. Ich möchte so schrecklich gerne wissen, wo Sie gestern Abend um 10 Uhr waren. Warum antworten Sie nicht? Morgen, Karas. Hallo, Herr Kommissar. Freue mich, Sie zu sehen. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Ich möchte so schrecklich gerne wissen, wo Ihr lieber Bruder Harro gestern Abend um 10 war. Ach so! Ja! Warten Sie einen kleinen Moment, ja? Ganz kleinen Moment, ja? Schau mal da drüben. Sag dem lieben, guten Onkel Polizisten, ja, wo du gestern Abend um 10 Uhr gewesen bist, ja? Du sollst dem guten Onkel Polizisten da drüben sagen, wo du gewesen bist! Bei Karas war ich. Sie haben gehört, Herr Kommissar. Bei Karas war sie. Thank you.
den Kasten aus! Alles anders. Walter, komm, bring mir mal ein paar Gläser, ja? Na, nur komm. Nein. Ja. Das dürfte gut für uns sein. Chef. Ja. Wie lange sind Sie denn schon hier? Ja, vor einer Stunde habe ich eines abgehört. Sie, Herr Kommissar, da war doch die Musik, die hat gespielt, als sie ermordet wurde. Wenn Sie wüssten, Herr Kommissar, wie mir das Mädchen leid tut. Herr Solke! Haben Sie den Karas eigentlich öfter hier gesehen? Ziemlich oft. Ich habe gedacht, was will die mit diesem Mann? Das ist doch kein Mann für die. Und den Bruder vom Karas, haben Sie den auch manchmal gesehen, den Haro Karas? Ja, den auch. Aber den mochte sie nicht. Sie sagte, bei dem friert es mich. Ich glaube, sagte sie, der hat kein Herz. Überhaupt keins. Kein Herz und kein Gewissen. Sagte sie das? Ja. Sie hatte Angst vor ihm. Passen Sie auf, Chef. Fensterhöfer. Und das ist das Fenster Nagold.
kommt der Säuge. Der macht jetzt gleich einen fürchterlichen Krach. Und nun müsste ich mich sehr täuschen, wenn ich gleich bei Hilfe das Licht angeht. Bitte. Und das bedeutet für den Mörder, die Luft ist rein. Ja. Säuge, Säuge. Hast du das nötig? Für die paar lausigen Piepen. Nicht? Die Benutzung der Müllkästen nach 20 Uhr ist im Interesse der Ruhe der Mieter des Hauses nicht statthaft. Ach, und der Fisch? Ich hab doch Fisch gekocht. Das riecht doch in der ganzen Wohnung. Was heißt der Fisch? Die Hausordnung. Ach, Hausordnung. Ich kann den Fisch doch nicht die ganze Nacht in der Wohnung lassen. Das stinkt doch raus bis auf den Korridor. Gute Nacht, Frau Sand. Gute Nacht. Diese Beste. Hallo? Grüß Gott, Herr Säuge. Sagen Sie, Herr Säuge, heute vor 3 Tagen um diese Zeit haben Sie und Karas die beiden Schüsse aus der Wohnung Nagold gehört. Ja, das war. Und am selben Tag haben Sie zu Protokoll gegeben, dass die Nagold 10 Tage vorher ihr Türschloss ausgewechselt hat. Ja, das stimmt ja auch. Na, Sie selber hat es doch wohl nicht ausgewechselt, oder? Nein, Sie nicht. Ich habe das Schloss besorgt und auch montiert. Und ich bin ja der Hausmeister. Ich kann doch ein Schloss auswechseln. Was denn? Sie haben es selber besorgt? Mit wie vielen Schlüsseln denn? Mit 2. Und die haben Sie beide der Erika Nagold gegeben? Ja, selbstverständlich. Überlegen Sie doch mal, Säuge. Haben Sie ihr wirklich beide Schlüssel gegeben? Wir haben nämlich nur einen gefunden. Wissen Sie wirklich nicht, wo der andere sein kann? Weiß ich doch nicht. Der 2. Schlüssel, Säuge, befindet sich in den Händen des Mörders. Ist Ihnen das klar? Grüß Gott. Grüß Gott. Nein, niemals gesehen, Hannelore? War der nie bei Herrn Höfer? Nein, ganz bestimmt nicht. Robert. Ah, den kennen Sie also. Den haben Sie schon mal gesehen. Nein. Ja, warum haben Sie dann eben gelacht? Weil er so komisch aussieht. Dankeschön, Hannelore. Sie gehen doch jetzt sicher zu Herrn Höfer und helfen ihm, nicht? Aber sagen Sie ihm nicht, dass Sie bei uns waren.
Jedenfalls ist es sehr nett von Ihnen, dass Sie sich so um ihn kümmern. Bitte. Herr Höfer wird mich nicht mehr lange brauchen. Er kauft sich bald einen neuen Rollstuhl. So mit Motor. Der kostet so viel wie ein Auto. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Mein Handkuss, Knefer. Eine Querschnittlähmung, die nimmt Ihnen jedes Gefühl für Ihren Körper ab. Von da. Aber die Gedanken bleiben, die Wünsche, die Fantasie, die nimmt eher zu. Und dann kommen mal die Erinnerungen wieder hoch. An Ihr früheres Leben, vor 5 Jahren. Können Sie sich das vorstellen? 1 Jahr im Krankenhaus, von einer Untersuchung zur anderen. Und das bisschen Hoffnung, was Sie sich da zusammengestrickt haben, das wird von Tag zu Tag dünner. Und dann kommen Sie in Ihren Kitteln und haben so ein Lächeln auf Ihren Gesichtern. Und Sie wissen ganz genau, dass man damit versucht, eine mildtätige Lüge zu tarnen. Aber dann trifft Sie die Wahrheit trotzdem wie ein Faustschlag. Gelähmt. Aus, vorbei. Kommen Sie jetzt zur Sache, Höfer. Ich will den Namen wissen. Was für ein Name? Den Namen des Mannes, den Sie gesehen haben. Den Namen des Mannes, der nach dem Mord an Erika Nagold aus dem Fenster gesprungen ist. Den Namen des Mannes, der sich ihr Schweigen und ihre Hilfe, noch einmal in die Wohnung zu kommen, mit einem teuren Rollstuhl erkaufen will. Den Namen, Höfer! Den Namen? Ich habe ihn gesehen. Da und da, aber seinen Namen weiß ich nicht. Er hat sich nicht vorgestellt. Herr Kommissar, ich begreife das nicht. Ich muss jetzt energisch protestieren. Wenige Minuten um Geduld. In 5 Minuten werden alle Herren diesen Raum verlassen können, bis auf einen. Harry. Wir haben nämlich einen Zeugen für den Mord an Erika Nagold. Herr Höfer, würden Sie uns jetzt den Mann zeigen, der die Wohnung der Erika Nagold am Mordtag kurz nach 9 durch das Fenster verlassen hat?
Keiner von denen hier. Ich habe Ihnen sehr zu danken. Auch Ihnen, meine Herren. Chef. Lass mich bitte in Ruhe! Ich kann doch nicht an die 50 Leute, also praktisch ihr ganzes Adressbuch hier, die kann ich doch alle nicht hierher bringen lassen und sie einem Krüppel gegenüberstellen, der wahrscheinlicherweise auch noch lügt. Walter, was will unser Mann hier? Was sucht er? Was muss er unbedingt haben? Haben wir irgendetwas übersehen? Der Höfer weiß es nicht und dem glaube ich sogar. Denn der hat ja überhaupt nur mitgespielt, weil er dachte, er hilft irgendeinem Ehrenmanne, seine amorösen Spuren zu verwischen. Und dabei sollte natürlich etwas für ihn herausspielen. Das war's also. Ein sauberes Alibi. Erika Nagold war also schon tot, als Soike und Karas an ihre Tür klopften. Die Schüsse haben sie vom Tonband gehört. Ja. Das war auch alles, was sie wissen. Sehr schön gemacht. Herr Kommissar, ich kann es schwören, beim Leben meiner Mutter, ich wollte doch nur dem Helfer gefällig sein. Ich weiß, Hilfe. Jetzt bist du auch noch Hauptgewalt. Was willst du denn hier? Was ich will. Ich will in die Wohnung von Erika, aber schnell. Du glaubst doch nicht, dass ich dich reinlasse. Ich habe ja keinen Schlüssel. Soike. Bring mir den Schlüssel. Was ist denn, Soike? Guten Abend, Herr Kommissar. Na? Haben Sie meinen Freund Grabert mitgebracht? Ja, wir sind da. Und was können wir für Sie tun? Nehmen Sie mich fest. Ich bin ein Erpresser. Ja? Ich habe Stockbauer erpresst. Ich habe ihn ausgepresst wie eine Zitrone. Ja, bitte, nehmen Sie mich fest. Später hat dann Erika weitergearbeitet. Na? Herr Kommissar, ich bin ein Erpresser. Ich habe Stockbauer erpresst, wirklich. Du glauben Sie mir noch einmal. Sonst kommen Sie immer zu mir, jetzt komme ich zu Ihnen. Herr Kommissar, nehmen Sie mich fest, bitte. Ich bin ein Erpresser. Nur so, so zur Schau. Stellen Sie dem Mörder eine Falle, bitte. Bitte, Herr Kommissar. Nein?
Herr Kommissar, ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder! Ich bin kein Mörder! Ich bin kein Mörder! Ich bin kein Mörder! Endlich Verhaftung im Mordfall Nagold! 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 Herr Kommissar, bitte! Herzlich willkommen. Nehmen Sie den hoch. Warum haben Sie mich nicht längst verhaftet? Sie haben doch auf der Rückseite meine Stimme erkannt. Die Briefe, die ich diktiert habe. Sehen Sie, das war Ihr einziger Irrtum. Die Rückseite war nämlich leer. Das Band, das Sie meinen, hätten Sie besser in Ihrem Büro suchen sollen. Und außerdem... Hände hoch! Mein lieber Herr Kommissar, wie wollen Sie mir denn irgendwas beweisen? Erstens haben Sie schon halb gestanden und zweitens